begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video, nämlich ein Unboxing-Video für den X-Face Award 2018 für Top 10. Ich habe es mit eurer Mithilfe geschafft, in die Top 10 zu kommen. Ich bin mega stolz. Und die nächste Challenge ist Vintage Dolls. Dafür haben wir natürlich wieder ein mega Päckchen bekommen. Und ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist wieder reichlich etwas drin. Und das möchte ich euch heute zeigen. Am besten fange ich direkt mal an. Als allererstes habe ich wieder ein Puderküsschen bekommen. Abschminktüchli. Nochmal ein Born to Global Letter, die habe ich schon im letzten Päckchen bekommen. Ich werde sehr wahrscheinlich auch mehrere Sachen, die ich doppelt oder sogar dreifach habe, noch verlosen. Vielleicht an jemanden, der Freude daran hätte oder auch Interesse daran hätte, mit den X-Produkten zu arbeiten. Schaut immer wieder auf Instagram bei mir, auf meinem Kanal. Dort werde ich ganz bestimmt in Zukunft auch ein paar Produkte verlosen, wie zum Beispiel die Born to Glow Palette. Eine wunderschöne Highlight-Palette in 6 verschiedenen Nuancen. Wir haben wieder 4 Liquid Cream Lipstick von NYX in 4 wunderschönen Farben. Und auch von denen werde ich ganz bestimmt wieder einen verlosen, weil ich kann sicher mehrere doppelt oder sogar dreifach. Verbinsel. Glaubt es mir, für Pinsel kann man nur zu wenig Platz haben. Man kann nicht zu wenig oder zu viele Pinsel haben. 2 Mascara. Wieder in Violett und in einem Türkis. Habe ich schon im letzten Päckchen bekommen. Sind sehr cool, färben die Wimpern schön ein. Mal etwas anderes als immer nur schwarze Wimpern zu haben. Auch von denen würde ich vielleicht eventuell einen oder vielleicht sogar beide dann verlosen, weil ich schon jeweils einen habe. Von denen kann man nie genug haben. Sponges. Wieder etwas in Olio. Es ist eine Konturpalette mit Eyeshadow, Highlighter und 2 verschiedene Blushes. Also etwas Neues, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, werde ich ganz bestimmt brauchen. Vielleicht im neuen Video gerade. Das sind sehr warme Töne, natürliche Töne. Oh, das wollte ich mir unbedingt kaufen. Das gibt es schon von anderen Marken. Ich habe nicht gewusst, dass NYX das auch hat. Das ist ein Foundation Mixer. Wenn deine Foundation zum Beispiel zu hell oder zu dunkel ist, kann man dann einen Tropf von dem drin tun, es mischen und dann wird es noch so dunkel oder heller. Das ist jetzt natürlich zum Verdunkeln, ist ein dunkler Foundation Mixer. Da haben wir natürlich gerade der helle davon. Ist auch hinten schon gezeigt, dass man kann seinen Farbton, einen Tropf von dem drin vermischen und es ist noch so heller. Hier, das sehe ich schon, was das ist. Das sind wieder Blush, 3 verschiedene. Ich habe alle 3 schon im letzten Päckchen bekommen, gesehen ich gerade. Außer der, das ist so ein High Definition Blush und es ist ein richtig Braunton. Den würde ich aber gerne ausprobieren. Falls ich aber, ich kontrolliere es nachher noch, die 2 hier doppelt habe, würde ich auch die wahrscheinlich verlosen. Oha! 4 neue Butterglass Farben in einem schönen Rot, ein helles rosa Pink, ein Nude Ton, so ein dunkles Braun und noch ein bisschen, auch wieder ein bisschen Nude Farbe würde ich sagen, so ein helles Braun, cremefarbig. Ich probiere es dann sicher auch aus und mache dann auch noch Bilder davon. Dann haben wir 4 matte Lip Liner, 4 dunkle Lip Liner, sogar in schwarz mit Glitzer, da bin ich ganz gespannt drauf. Wir haben nochmal 7 Jumbo Stifte, Jumbo Pencil, habe ich schon bekommen in der letzten, vielleicht sind noch ein paar neue Farben drunter.
die, man sieht es in Weiss, Perlmutt, Gold, in einem Metallisé, Rosé und vielen anderen Farben. Extreme Shine Highlighter in den Farben so ein Türkis und Gold. Habe ich noch nie ausprobiert, bin ich schon gespannt drauf. Hier nochmal ein Foundation Highlighter. Ein Total Control Primer, den benutze ich schon selber, den habe ich mir auch schon gekauft. Der ist super. Total Control Foundation. Ein Doll Eye Mascara. Könnte natürlich mega passend sein für das neue Make-up, Vintage Doll. Bin ich mega gespannt, um es zu probieren. Wir haben eine Stay Matte But Not Flat Foundation in diversen Nuancen. A Born to Glow Liquid Illuminator. Dann haben wir. Oha! Nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Liquid Cream. Soft Matte Lip Cream. In diversen Farben. Wieder ein paar Liner. Gelb, rosa, die sind super zum fein Schaffen im Gesicht. Genauso wie der Visi Liner. Er ist mega schnell trocknend und deckend. Und ein Eyeliner in schwarz. Natürlich Lashes. Wir haben hier ein Eyeshadow Base. Eine Total Control Drop Foundation, um wieder heller machen oder dunkler. Das ist ein Lip Primer, habe ich auch schon. Den habe ich sogar gerade im Moment in Gebrauch. Ein Lippenöl, ganz ein herziges Fläschchen. Es ist Metallisé Rosé. Es sieht wahrscheinlich auf der Kamera niemals so schön aus wie live. Dann haben wir hier wieder etwas in Folie gepackt. Es ist ein Studio HD Finish Puder. Sehr gut, kann man eben gerade mit dem Puderkissen benutzen. Dann drei Lippenstifte, sehe ich gerade matt. Dann haben wir hier einen HD Studio Concealer. Ich liebe Concealer und ich bin immer noch auf der Suche nach dem besten Concealer überhaupt. Von dem her werde ich den ganz bestimmt dann auch noch brauchen. Und dann sicher euch noch sagen, ob der gut oder schlecht ist, weil ich hasse es, wenn es hier verschwindet nach ein paar Stunden, wenn es warm ist oder wenn es in die Feldlinie läuft. Ein Katja Covered Concealer, wasserfest, ist natürlich auch interessant zu testen. Über was ich mich mega freue, auch wenn ich eigentlich schon doppelt und dreifach habe, sind wieder Glitzerpigmente, vor allem über den einen. Bin ich nicht so dankbar, als ich den jetzt das zweite Mal bekomme. Das ist der Holo Glitzer. Ich bin ein riesen Fan von dem und ich könnte nicht genug haben. Also das ist so etwas Schönes und von dem habe ich nochmal via Gold, Violett und Braun bekommen. Dann habe ich hier vier verschiedene Eyeliner. Hellblau, hellrosa, Creme und so ein leicht Eierschale weiß-gelb. So eine spezielle Farbe. Dann haben wir hier. Oh! Das sind Augenbrauenstifte. Sehr spezielle Form. Also hinten ist so spitzig. Also man hält sie so. Also es sieht sehr interessant aus und ich freue mich schon, das auszuprobieren. Natürlich ein Augenbrauengel. Die sind echt toll. Ich benutze sie selber. Ich habe selber die Augenbrauen drin. Du brauchst auch nicht viel Material. Es verteilt sich gut. Es hat von jeder Nuance. Also, es gibt für blond, für braun und für schwarze Augenbrauen. Und man kann es auch mischen, je nachdem, wenn es zu dunkel oder zu hell ist. Aber sie sind wirklich, wirklich super zum damit zu arbeiten. Ein Pigment Primer. So einen habe ich auch schon. Es ist so ein bisschen Holo-Style. Hat einen schönen Glanz drin. Und zu guter Letzt eine Palette. Nochmal eine Contouring-Palette. Allen Helltönen und allen Dunkeltönen. Auch die habe ich schon bekommen. Bin immer noch benutzt und sie ist immer noch. Also ich benutze sie fast täglich und sie ist
kaum etwas an Material weg. Das war mein Unboxing-Video für Top 10. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken wieder bei den Nix für das mega, mega Päckchen. Ich habe mich riesig darüber gefreut und bin schon mega hibbelig darauf, das ganze Zeug auszuprobieren. Vor allem die neuen Produkte, die ich noch nicht kenne. Und wenn ihr Fragen habt oder ob es nicht klar ist oder nicht genau wisst, was es ist, schreibt es mir in den Kommentaren ohne zu zögern und ich beantworte euch gerne jede Frage über die einzelnen Produkte. Alle Produkte sind von Nix, das ist nichts von irgendwelchen anderen Marken drin. Und ich werde auch ganz bestimmt alle Produkte benutzen für mein neues Video, das ich übrigens morgen drehen werde. Nächsten Dienstag um Mitternacht muss das neue Video online sein für die Vintage Dolls. Und das wird dann auch so weit bei mir sein. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr ein Like hinterlassen würdet, mein Video würdet teilen oder mir vielleicht sogar ein Abo würdet für die nächsten Videos, falls es euch interessiert. Und geht doch bitte jeden Tag auf der Nix Face Awards Seite eine Stimme für mich oder euren Liebling abgeben. Ihr habt jeden Tag eine Stimme zu gut. Und ich würde euch dann die Adresse, das Datum, wenn das Video da oben ist und wie lange das ihr wollt, könnt alles unten in der Infobox verlinken. Und auf Instagram werde ich immer wieder Infos durchgeben, was jetzt so läuft, wie es vorwärts geht mit dem Video. Nochmal einen ganz herzlichen Dank an alle Supporter, die ich bis jetzt hatte, die für mich sind geworden jeden Tag, die mir liebe Nachrichten geschrieben haben, die mir Komplimente gemacht haben über mein Video. Auch all die lieben Leute, die mich sogar sind anreden an der Öffentlichkeit, im Ausgang, an Partys, wo ich dort war. Ich habe mich mega darüber gefreut, dass die Leute gewusst haben, wer ich bin und was ich mache und dass sie mich dabei unterstützt haben. Das schätze ich unglaublich fest. Ich danke auch meiner lieben Familie, meinen Freunden, dass sie voll und ganz hinter mir stehen und immer fragen und tun und schauen, dass ich vorwärts komme mit meinen Beiträgen für den Nix Face Award, weil es würde die Welt bedeuten, wenn ich natürlich unter die Top 5 würde kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Mua.